quer durch die Republik, von Nord nach Süd. Die größte Kontaktbörse der Welt hat immer geöffnet, Tag und Nacht. Chatten, flirten und verlieben. Längst ist die Kontaktsuche im Netz zum Volkssport geworden. Hier treffen Sehnsüchte aufeinander. Man kann sich jetzt in einer Form selbst darstellen, für alle sichtbar machen, was früher einfach mit den medialen Möglichkeiten unmöglich war. Begeistert, arglos und ungehemmt enthüllen die Internet-User ihre intimsten Geheimnisse in der globalen Öffentlichkeit. Welche Gefahren im Netz lauern und dass auch Sexualtäter, Mörder und andere Psychopathen hier auf Opferjagd gehen, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Es war die Rede von dem ersten großen deutschen Internetkiller, von dem Jack the Ripper des Internets. Dass das Internet zur Todesfalle wird, ist für die Ermittler ein neues Phänomen. Rund ein Dutzend Fälle in den vergangenen Jahren. Tödliches Ende eines Internetflirts. In der Nähe von Gifhorn in Niedersachsen entdeckt die Polizei Ende Oktober 2010 die Leiche der 23-jährigen Melanie R. aus Peine. Mit durchgeschnittener Kehle und, wie sich später herausstellt, nach ihrem Tod sexuell missbraucht. Als mutmaßlicher Mörder wird kurz darauf Benjamin F. festgenommen. Sein Opfer hatte er im Internet angelockt. Der 27-jährige Arbeitslose hatte sich auf der kostenlosen Online-Plattform GooLife mit einem falschen Profil angemeldet. Er gab sich als junges Mädchen namens Sarah aus, Internetname Sweet Teen, 18 und Single. Sexuelle Orientierung, angeblich bisexuell. Es war der Trick von Benjamin F., um an Frauen heranzukommen. Melanie R. nennt sich Mellow, verheiratet mit einem gewissen Remy THC und sucht dennoch laut Profil eine Frau. Ihr Motto? Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen. Und so spielt sie auch mit, als Sweet Teen sich meldet. Hi Süße, darf ich dich vernaschen? Antwort? Ja klar. Was Melanie R. sucht, als sie sich mit der unbekannten Freundin verabredet, ist unklar. Einen Flirt? Ein Experiment? Ein Abenteuer? Jedenfalls trifft sie Sweet Teen zu Hause und begibt sich damit direkt in die Hände ihres späteren Mörders. Die Ermittler vermuten, Benjamin F. habe versucht, die Frau zu vergewaltigen. Als sie sich wehrt, tötet er sie mit einem Steakmesser und vergeht sich an der Leiche. Als Motive nennt Benjamin F. Arbeitslosigkeit und Frust und einen Streit mit der Ex. Er hat am Tag des Mordes erfahren, dass er Vater wird. Nachdem das Opfer schwer verletzt war, hat der Angeklagte laut Anklage das Opfer ins Badezimmer gezogen und da dann die todesursächlichen Schnitte gesetzt. Nach diesen Schnitten, das Opfer ist daran gestorben, gab es dann noch sexuelle Übergriffe des Angeklagten und schließlich hat er sein Opfer dann in ein Waldstück abgelegt. Im März 2011 wird Benjamin F. zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vater des Opfers hat den Prozess begleitet. Er wollte ihm von Anfang bis Ende zeigen, dass er zwar Melanie umgebracht hat, aber dass trotzdem jemand den Mut oder die Kraft hatte, dort zu sitzen, um ihm zu zeigen, hier sitze ich, ich bin der Vater, du hast zwar Melanie umgebracht, aber hier sitze ich und ich stehe hier und du sollst mich angucken. Und ja, er meinte auch, dass er das Melanie schuldig gewesen sei, das so zu machen. Melanie R.'s Verlobter René, alias Remy, nimmt an dem Verfahren als Beobachter teil. Auch er hat Melanie über die Plattform GooLife kennengelernt. Wo vorher seine Liebesschwüre zu lesen waren, trauert der Verlobte jetzt. Das Netz wird zur öffentlichen Klagemauer. Ich vermisse dich so sehr, mein Schatz. Du fehlst mir von Tag zu Tag mehr. Ich werde dich immer lieben. Liebe und Tod in Zeiten des Internet. Für die Betreiber von GooLife in Hannover ist klar, ihre Verantwortung endet da, wo der Leichtsinn der Benutzer beginnt.
Rund 230.000 Teilnehmer sind derzeit bei GoLive registriert. Täglich gehen allein bei dieser relativ kleinen Plattform rund 500.000 Nachrichten hin und her. Also die Betreiber stellen eigentlich nur die Plattform für die Kommunikation. Im Endeffekt sind die User immer für sich selbst verantwortlich und müssen immer selbst reflektieren, wie weit gehe ich gerade, was habe ich für Informationen von mir weitergegeben und wo muss ich mich selbst absichern. Aber die Informationsflut ist nicht mehr zu überschauen, obwohl neben den Mitarbeitern im Büro rund 100 ehrenamtliche Helfer die Foren auf Pornografie oder andere strafbare Inhalte überwachen. Das gefälschte Profil fiel offenbar nicht auf. Auf den ersten Blick erkennt man hier schon ein paar Indizien, warum dieses Profil wahrscheinlich nicht echt ist. Zum Beispiel hat hier kein User angegeben, dass er das Mädchen persönlich kennt. Es gibt hier keine Fotos, die hochgeladen wurden. Es wurden keine persönlichen Fragen beantwortet, keine Geschichten erzählt. Es gibt keine Tagebucheinträge und nur sehr wenig Freunde. Nur 2 Tage stand das gefälschte Profil im Netz, als Melanie R. darauf hereinfiel. Melanie hat mit dem mutmaßlichen Täter nicht vorher telefoniert, hat keine weiteren Fotos ausgetauscht, hat sich an einem nicht öffentlichen Platz verabredet. Das sind alles Vorgänge, wo wir sagen würden, das sollte man tunlichst nie machen. In Zeiten eines schrankenlosen Exhibitionismus muss jeder Einzelne mehr Misstrauen und Selbstbeherrschung gegenüber Fremden zeigen. Die Sorglosigkeit, mit der viele ihre Sehnsüchte und Träume für jedermann zugänglich machen, ist in der Geschichte ohne Beispiel. Die große Liebe, das erotische Abenteuer, der schnelle Sex. Das Internet verheißt alles, jetzt und sofort. Mit entsprechenden Risiken und Nebenwirkungen. Im Bundeskriminalamt beobachtet man die rapide steigende Internetkriminalität genau. Bislang ging es dabei vor allem um Betrug, Datenklau und Kinderpornos. Durch die neuen sozialen Netzwerke kommen neue Gefahren hinzu. Die Beamten können nur mühsam versuchen, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Wir sind dort unterwegs, wo wir Schwerpunkte sehen, wo wir Brennpunkte vermuten. Insofern ähnelt das Ganze auch ein bisschen einer virtuellen Streifenfahrt und überprüfen dort Inhalte. Eines der größten Probleme sehen die Fahnder im geradezu fahrlässigen Umgang der Nutzer mit ihren eigenen Daten. Facebook ist das beste Beispiel. Der Nutzer gestaltet das Internet. Und er tut das, indem er viel von sich preisgibt. Er tut das, indem er Bewertungen schreibt. Er nimmt am Markt teil. Er stellt Bilder von sich ein. Und insofern kann man schon wirklich davon sprechen, dass die Leute viel offener geworden sind. Es sind mehr Leute, die mehr Informationen von sich preisgeben. Und so lernen sich auch Mörder und ihre Opfer so leicht kennen wie nie zuvor. Ein Fall aus dem niedersächsischen Bückeburg im Jahr 2001 gilt als Deutschlands erster Internetmord. Das Opfer wurde vergewaltigt, erstickt und verbrannt. Die 19-jährige Lorraine Leistner war von ihrem Mörder in einem Chatroom angesprochen worden. 2005 endete in Nürnberg eine Internetliebe tödlich. Lena B. musste sterben, weil sie sich von ihrem Freund Rolf H. trennen wollte. Der kündigte daraufhin im Internet an, dass er sie töten werde. Ich habe ein Datum festgelegt, muss es zwar am Montag auf der Arbeit noch checken, aber dann steht ihr Todestag fest. 2006 entdeckt die Polizei im saarländischen Merzig die zerstückelte Leiche von Heike B. Sie hatte sich als Sexsklavin Susi angedient. Ja, ich bin devot. Ihr Mörder war ein verheirateter Familienvater. Warum kann virtuelle Sympathie so schnell in reale Brutalität umschlagen? An der Freien Universität Berlin untersuchen Medienwissenschaftler, wie durch die sozialen Netze Scheinwelt und Wirklichkeit oftmals verschwimmen. Wir wechseln die Welten und so können wir auch nun mit den Identitäten umgehen und diese Identitäten wechseln. Und das wirkliche Problem kann sein, dass man über das zu viele Spielen mit den Identitäten sich selbst eigentlich verliert und dann wirklich in realen oder virtuellen Scheinwelten, ist es ja dann völlig egal, sich ein Profil, eine Selbstverständigung gibt, die dann irgendwann wirklich an den Realitäten zerbricht und zu echten Störungen kommt. So wie im Fall Christian G. Der arbeitslose Gabelstaplerfahrer chattete regelmäßig mit mehr als 100 Frauen. 2 von ihnen wird er töten.
Jessica K. aus Berlin, links, und Regina B. aus Mahl, Mutter von 3 Töchtern. Im Frühjahr 2009 kommt der damals 26-Jährige in Essen vor Gericht. Den Mord an der dreifachen Mutter Regina B. hatte er zuvor in den Vernehmungen gestanden. Der Tod von Jessica K. dagegen, so der Angeklagte, sei ein Unglücksfall gewesen. Betrauen Sie das? Ja. Weshalb? Tja, es hätte alles ganz anders gehen können. Wie meinen Sie das? Tja, einfach nicht gemacht, ne? Christian G.'s Anwalt sieht bei den Opfern eine entscheidende Mitschuld. Dass die Opfer hier leichtsinnig gehandelt haben, hat, glaube ich, dieser Prozess ergeben. Sie wussten im Prinzip gar nicht, was er macht, was er tut. Im dritten Satz ging es schon um die Frage, welche sexuellen Vorlieben und welche sexuellen Abneigungen hast du. Man ist hier geradezu naiv in eine solche, möglicherweise auch gefährliche Situation hineingeschlittert. Der Vertreter der Opferseite hält Christian G. für einen skrupellosen Mörder. Die Hemmschwelle zur Begehung von Tötungen ist derart gering beim Angeklagten und vor allen Dingen die völlig kalte Persönlichkeit. Inzwischen sitzt Christian G. lebenslänglich in Haft, wegen Mordes an Regina B. und vorsätzlicher Körperverletzung im Fall Jessica K. Der Fall beginnt in Harburg, einem alten Arbeiterviertel im Süden Hamburgs. Hier hatte sich Christian G. mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und zuletzt mit seiner Verlobten in dieser Wohnung gelebt. Diese Aufnahmen entstanden kurz nach der Festnahme. Christian G. surfte hier Tag und Nacht im Internet, auf der Suche nach Chatfreundinnen in ganz Deutschland. Die Partnerin hatte angeblich nichts davon bemerkt. Er nannte sich Reddick 300 und präsentierte sich als treuer, ehrlicher Mensch. Damit hatte er in der virtuellen Welt Erfolg, anders als im wirklichen Leben. Christian G.'s Pflichtverteidiger, Burkhard Benneken, wundert sich noch heute, wie leicht die Kontaktaufnahme auf den Chatplattformen funktionierte. Bei der Beweisaufnahme im Prozess erschloss sich auch für ihn eine völlig neue Welt. Wir hatten im Gerichtssaal allein 60 Damen vorgeladen. Er hatte mit Ausnahme einer dieser Damen mit allen Geschlechtsverkehr. Das war für uns alle sehr erstaunlich. Es ging auch immer recht schnell, dass sich die beiden jeweiligen dann näher kamen und im Bett landeten. Christian sagte mir, das wäre ganz normal, 2-3 Sätze im Internet, ein sogenanntes Pick, wie man sagt im Internet, ein Picture wird versandt und dann trifft man sich schon. Die Ermittler konnten G.'s Kontaktliste auf der beliebten Kontaktbörse knuddels.de sicherstellen. Doppeldeutig versprach er seinen Chatpartnerinnen, er sei ein wahrer Freund, der dich nimmt, wie du bist. Es gibt einige wenige Spuren aus dem Vorleben von Christian G. Privatvideos von Freunden zeigen ihn als Teenager in geselliger Runde. Einen, an dem es auf den ersten Blick nichts Auffälliges gibt. Nur wenige der Freunde wissen zu dieser Zeit, dass die Kindheit von Christian G. ein einziger Albtraum aus Angst und Gewalt war. In Christians Elternhaus in Hamburg-Harburg hatte der Vater über Jahre die Familie terrorisiert. Bärbel S., Christians Mutter, hier mit ihrem jüngsten Sohn Jens. Sie wurde von ihrem damaligen Mann regelmäßig brutal zusammengeschlagen und vergewaltigt. Oft vor den Augen der Kinder. Er war ein schlechtes Kind, hat er gehabt. Sein Vater war gewalttätig und mir gegenüber. Hat mich oft vor seinen Augen geschlagen. Ich habe lange darunter gelitten. Er hat ihn wach gemacht, damit sein Sohn das alles mitbekommt. Hat Sachen kaputtgeschmissen, Tür eingetan. Hat mich jahrelang noch bedroht, terrorisiert, nervlich kaputt gemacht. Und das hat er alles miterlebt. Ich wollte immer mit meinem Sohn drüber reden, aber er gab keine Antwort. Und hätte alles anders machen sollen. Jetzt hält die Familie regelmäßig Kontakt zu Christian G., der im Knast eine Therapie macht. Mir ist viel klar geworden, schreibt er. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Nur der Computer fehle ihm in der Zelle. Ich kann nur sagen, dass, ja, dass es nicht gerade wenig Frauen waren, mit denen er geschrieben hat. Er ist auch gerne zu anderen Städten hingefahren, um die kennenzulernen,